In dieser Woche geben wir euch ein kleines Wochenupdate. Es gibt nämlich keinen großen Baufortschritt, den wir euch in einem Video zeigen wollen. Deshalb Updates zu verschiedenen Themenbereichen. Einmal natürlich zum Thema Innenausbau, dann zu unseren Planungsfortschritten, zu den unerwarteten Hürden, die wir jetzt leider nehmen müssen, und zu unseren Ideen und Vorstellungen, wie es auch dann in der kommenden Woche weitergehen soll. Wir sind Ilan noch hinter der Kamera und Anja. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir bauen uns ja ein Tiny House auf Rädern und sind in den letzten Zügen des Innenausbaus, können also bald auch mit dem Möbelbau starten. Darauf freuen wir uns schon sehr. Bis dahin gibt es aber noch ein paar Dinge zu erledigen. Dazu gehört zum Beispiel das Abschleifen der Wände, das Streichen, unsere Dekore, die noch angebracht werden sollen, Sockelleisten und so weiter. Also Kleinigkeiten, die besonders viel Zeit noch kosten. Und deshalb möchten wir euch im ersten Schritt zu unserem handwerklichen Update für diese Woche einmal zeigen, woran wir oder vielmehr Ilan auch diese Woche gearbeitet hat. Wie man hier sehen kann, haben wir ja schon begonnen, alles abzukleben, weil wir ja streichen wollten. Und dann ist uns aufgefallen, naja, eigentlich sind wir mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden, also von der Wandverkleidung jetzt, dass wir vielleicht hier und da nochmal nachschleifen wollen. Und daraus wurde dann nochmal ein zusätzlicher Tag, der dann irgendwie verstrichen ist. Und jetzt sind wir da angekommen, dass wir kommende Woche auf jeden Fall, wenn wir jetzt auch nochmal die restlichen Stellen gekittet haben und abgeschliffen haben, dass wir dann wirklich auch streichen. Falls irgendeiner von euch zum ersten Mal einschaltet, hier in diesem Bereich unterhalb der Treppe befindet sich unser Wassertank. Das ist unser Frischwassertank, der umfasst in etwa 147 Liter. Und hier ist auch das Filtersystem, die Pumpen, also die komplette Anlage, alles was mit dem Wasser zu tun hat, und auch der Wechselrichter. Da könnt ihr mal reingucken, wie man das sieht, da hinten. Jetzt haben wir uns überlegt, wie verschließen wir das Ganze. Ne? Bei der Treppe haben wir ja schon angefangen, jetzt kann ich nicht mehr durchsehen. Das wollten wir auch, wir wollen das nicht jeden Tag sehen. Und wir wollten hier noch einen Schrank integrieren, den wir öffnen, damit wir auch Zugang haben. Und natürlich den Wassertank, der hier etwas hervorragt. Man sieht das jetzt, wenn ich die mal wegnehme, die zwei Balken. Dann sieht man, dass das hier ungefähr, na, weiß ich nicht, so knapp 5-6 cm hervorragt, der Wassertank. Und das wollen wir noch verkoffern, ohne zu viel Raum wegzunehmen und trotzdem noch irgendwie das Konzept der Treppe aufgehen zu lassen, dass es visuell noch Sinn macht und dass wir auch hier auf eine ähnliche Höhe kommen, damit wir auch hier nochmal eine schöne Tür integrieren können. Ja, also da machen wir uns momentan Gedanken. Jetzt habe ich erstmal diese vier Balken hier zugeschnitten und dann schauen wir, was sich machen lässt. Also auch da finalisieren wir so langsam auch diesen Treppenbereich. Da wir jetzt noch hier im kleinen Zimmerchen sind, wollen wir euch natürlich auch noch kurz erzählen, wie unsere Planung bezüglich unserer Türen fürs Badezimmer voranschreitet. Genau, hier sind so kleine Waben verbaut. Und das ermöglicht eben, dass wir ultra leicht bleiben und trotzdem eine enorme Stabilität erreichen. Und da dachten wir, super, das bietet sich toll für unsere Türen auch an. Mit Gewicht müssen wir eben ein bisschen aufpassen. Und jetzt haben wir im Internet auch geschaut, welche Möglichkeiten es gibt, Schiebetüren zu integrieren, die aber für ultra leichte Platten auch geeignet sind. Weil bisher hatten wir immer diese klassischen Barn Doors, also auch etwas dickere Holztürscharniere gefunden. Oder eben diese ganz feinen für Glasschiebetüren. Und das hier ist jetzt tatsächlich eine Aluminiumschiene, die wir online auch gefunden haben, mit einem entsprechenden Winkelstück dazu. Und somit können wir, wenn unser Plan aufgeht, diese Schiene hier integrieren, natürlich noch kürzen, die ist ja noch zu lang für uns. Und dann die Tür einhängen, wenn das denn so einfach wäre, weil es uns nicht möglich ist, Schrauben in die Stirnseite einzusetzen. Das heißt, wir müssen irgendwie noch gucken, wie wir das hinkriegen, ob man da einleimt oder wie auch immer man da vorgeht, damit wir dort auch eine Schraube sicher versenken können und die Tür am Ende auch hält und jeden Tag einige Male auf- und zugeschoben werden kann. Das wird uns sicherlich noch ein paar Tage oder vielleicht auch ein, zwei Wochen kosten, weil man immer mal wieder an der Tür arbeitet. Die anderen Bereiche sollen ja auch vorangehen. Aber so viel erstmal zu dem Türen-Update. Also die Scharniere sind da. Ich zeige die auch nochmal ganz kurz für die andere Badezimmertür. Für unsere Wohnzimmertür, die auch schon soweit zugeschnitten ist,
Da haben wir das gleiche Problem noch mit der Stirnseite, also da wissen wir auch noch nicht, wie wir das lösen. Aber für diese Tür wollten wir auf keinen Fall eine Schiebetür, weil hier im Wohnzimmerbereich ja dann auch noch ein Sofa steht und die Heizung ist, das hätte alles nicht gepasst. Demnach haben wir uns ganz klassische Scharniere auch bestellt, die wir mit der Tür verschrauben und von der Innenseite dann die Tür auch schließen können. Geht noch nicht so richtig. Ich glaube, wir müssen noch mal nacharbeiten und die Tür natürlich erstmal fest verschrauben. Aber das wird dann ganz easy und so simpel, wie wir uns das vorstellen, dann auch hoffentlich klappen. Ich zeige euch jetzt mal das Dekor, welches wir hier ausgesucht haben hierfür. So sieht das aus. Das bringt so eine Wärme rein, gerade auch in Kombination mit dem Anthrazit-Schwarz und dem Holz. Und das passt da einfach auf Anhieb. Also ich bin hier reingekommen, Anja hatte die hier dran gehalten. Ich habe gesagt, irgendwie das. Das finde ich irgendwie am schönsten. Und wir haben ja noch zwei weitere Dekore, die wir euch jetzt auch zeigen wollen. Auf diese Dekore werden wir dann in einem gesonderten Video nochmal etwas näher eingehen. Ihr seht hier, wir hatten einige zur Auswahl. Wir haben uns für zwei Dekore also entschieden. Eines davon habe ich euch ja schon gezeigt, für das Badezimmer. Für die Küche war es uns etwas zu viel, des Guten. Wir haben uns also in der Küche für diesen Look hier entschieden. Im Grunde ist das eine Betonsimulation, Middle Concrete Beton heißt das. Wir fanden die Farbe einfach deshalb schon sehr schön, weil sie sehr schön mit Holz harmoniert, aber auch mit dem Grünton unserer Küche. Und da sind wir sehr gespannt, wie das aussehen wird, sobald wir es verkleben. Wir haben auch hier schon mal einen Teststreifen geklebt. Das ist aber ein etwas anderer Ton. Aber ein etwas anderer Ton, das sieht man jetzt vielleicht nicht so gut, weil das Licht nicht mitspielt. Beziehungsweise die Sonne so schön scheint heute. Ich habe ja vorhin gesagt, es folgen noch zwei Dekore. Nein, das war falsch. Es folgt nur noch eins, beziehungsweise es ist das gleiche Dekor, welches wir auch als Spritzschutz in der Küche verwenden. Das wollen wir hier auch verwenden, also hier für die Ablagen. Hier klebt übrigens noch das vorherige Dekor, welches wir jetzt doch nicht mehr wollen. Wir haben uns eher für den dunkleren Ton entschieden. Wir brauchen ja eigentlich gar nichts für die Ablage. Wir haben uns jetzt aber trotzdem für ein Ablagedekor entschieden, weil diese Dekore ja nicht nur gut aussehen, sondern auch ganz leicht sind in der Handhabung. Also man kann mal ein Glas abstellen oder sein Essen oder wie auch immer und das dann einfach wegwischen, sollte man kleckern. Was ist noch diese Woche passiert? Wir haben uns spontan zwei Grundstücke angeguckt für unser Tiny House in der Gegend, einmal zur Pacht und einmal zum Kauf. Und auch das ist nach wie vor echt ein zeitfressendes Thema. Wer schon mal selbst von euch gesucht hat, weiß das. Und wir sind tatsächlich auch total unschlüssig, was wir machen wollen. Also ob wir wirklich überlegen, doch besser zu kaufen oder übergangsweise zu pachten, vielleicht doch auf den Campingplatz zu gehen. Also das sind so viele Grundsatzentscheidungen, dass wir für uns erstmal schauen müssen, was wollen wir und was wollen wir nicht. Das heißt, auch da machen wir uns weiterhin Gedanken und hoffen, sukzessive voranzukommen, weil das Haus ja auch vom Innenausbau immer fertiger wird. Und dann, ja, ist es schön, einfach auch zu wissen, wie die Reise weitergeht, wenn das Haus dann bewohnbar ist. Eine kleine Hürde hatten wir auch diese Woche. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, hier ist nämlich kein Gasherd mehr drin, sondern gerade wieder das Loch. Und zwar ist es so, dass unser Installateur da war und uns helfen wollte, den Herd anzuschließen, also an den Gasleitungen. Und das Blöde ist, dass wir den Herd wieder einschicken mussten, weil irgendwie zu viel Spannung herrschte bei den Knöpfen, sobald man die reindrückt. Und das ist natürlich gerade dann bei dem Gasherd oder wenn man ihn das erste Mal installiert, total doof gewesen. Und jetzt ist er gerade in Reparatur. Wir hoffen, dass das alles gut geht, zu reparieren ist und auch schnell geht und wir uns da nicht irgendwie noch ein neues Gerät dann anschaffen müssen. So viel aber erstmal dazu. Das heißt, die Küche ist noch nicht funktionstüchtig, aber wir hoffen, dass das Thema dann auch in 2-3 Wochen spätestens hoffentlich gegessen ist. Das war's auch schon für das heutige Video. Wir hoffen, in der nächsten Woche euch dann auch nochmal ein visuell größeres Update zeigen zu können. Im Moment passiert halt ganz viel in unseren Köpfen, am Computer und am Telefon. Und wir schleifen, was das Zeug hält, aber das sollte dann auch bald erledigt sein. Das heißt, wir müssen echt nochmal einen großen Topf Farbe kaufen. Wir brauchen wahrscheinlich deutlich mehr, als wir vorab noch bestellt hatten. Das wird nicht reichen. Und hoffen, dass wir dann, wie gesagt, in der kommenden Woche euch dann auch mal Farbupdates zeigen können. Wir hoffen, dass euch das heutige Video gefallen hat. Wenn ja, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Abonniert gerne unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt.
Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet und sagen